große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Und selbstverständlich Edi Finger Junior, schönen Sonntagabend. Herzlich willkommen hier auf OE24TV zu Anpfiff Ihrer Bundesliga-Show. Ja, die erste Runde, die hat schon einige Ergebnisse gebracht, aber auch der heutige 24. Spieltag hat es durchaus in sich. Hier zunächst mal die Paarungen im Überblick. Was erwartet Sie in den kommenden zwei Stunden? Das Verfolgerduell zwischen dem WRC und dem LASK gleich zu Beginn unserer Sendung. Dann die Harzberger zu Hause gegen den Serienmeister aus Salzburg, das Topspiel Rapid gegen Sturm Graz und dann im zweiten Teil unserer Sendung widmen wir uns der Qualifikationsgruppe Altach gegen Tirol im Westderby. St. Pölten empfängt die Austria und zu guter Letzt dann auch noch das Duell zwischen der Admira und Mattersburg. Wenn auch Sie mitreden wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an anpfiff@oe24.at. Wir werden das Ganze dann selbstverständlich in unsere Sendung integrieren. Einfach schreiben und auch Ihren Namen gerne dazu angeben. Ich würde sagen, wir stürzen uns hinein ins Geschehen. Ja. Bevor wir das aber tun, vielleicht nochmal die ersten Erkenntnisse dieser ersten Runde, die wir am Mittwoch präsentieren durften. War da schon irgendwas herauszusehen? LASK wackelt, LASK ist angeschlagen. Die sind nicht gut drauf, sage ich mal. WRC hat mich überrascht, nicht nur wegen Sieg, aber auch, wie sie gewonnen haben. Ja, Rapid, Red Bull war ja auch ein normales Ergebnis. Red Bull ist wieder top drauf, sind spritzig, sind leidenschaftlich, sind diszipliniert. Ja, spannende Liga. Außer den Meister natürlich, ist alles spannend. Bei dir, Edi, eine Mannschaft hervorgestochen, die vielleicht besser, schlechter agiert hat, als du es dachtest? Ja, also ich muss ehrlich sagen, Salzburg ist... Es war das erste Spiel und das ist wie eine Premiere. Die Salzburger haben auch nicht gewusst, wo stehen wir genau. Diese lange Pause, diese nicht erwartete Pause, das ist für jede Mannschaft eine schwierige Situation. Und dazu kommt noch Rapid, die Hütteldorfer sind immer unangenehmer Gegner, auch wenn sie nicht gut sind, aber sie so schlecht können die gar nicht sein, dass die angenehm werden. Also das hat man mal sehen müssen. Was mich sehr getroffen hat, das muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dass sie sportlich viel zu hart bestraft wurden, ist der LASK. Das war wirklich eine Top-Mannschaft, die hat Freude gemacht, wenn man denen zugeschaut hat. Und die sind jetzt außer Rand und Band. Und diese Runde jetzt ist für mich die Entscheidungsrunde für den LASK. Wenn sie sich jetzt nicht erfangen, können sie die ganze Meisterschaft abstreichen. Da kommen sie nicht mehr ins Laufen. Wir stürzen uns hinein in das Geschehen. Das Verfolgerduell zwischen dem WRC und LASK. Wir stellen uns die Frage, wer der erste Verfolger von Salzburg sein wird, oder muss man schon sagen, wer Vizemeister hinter Salzburg wird? Ja, das ist der Champions League-Platz, den man bekommen kann. Ja? Und das sind Millionen, so da will jeder zumindest den Versuch starten. Deswegen ist er so begehrt. Aber WRC sehr gut, hat eine gute Karte. Und wie der Edi vorher gesagt hat, LASK, ja, die taumeln jetzt einmal durch die Liga. Und wenn sie jetzt nicht aufstehen, Gott sei Dank für denen ist der Traune wieder da. Das ist für mich der beste Spieler, der LASK hat. Das ist der Kapitän, hinten der Abwehrchef. Vielleicht kann der alles wieder stabilisieren. Aber wenn die das nicht auf der Reihe kriegen, dann kann es sein, dass die wieder taumeln runter. Na, runter heißt Platz 3 oder sogar Platz 4. Jetzt haben wir den LASK natürlich in der Hinrunde ganz anders erlebt. Salzburg 2.0, dann hat man zwischenzeitlich geglaubt, sie sind sogar auf der Überholspur. Beim WRC, was würdest du da für Dinge rauspicken, dass die Mannschaft auszeichnet, abgesehen von Sean Weißmann, der natürlich die meisten Tore erzielt? Was zeichnet die Mannschaft wirklich aus und wo können sie auch dem LASK wehtun? WRC ist eine unheimlich kompakte Mannschaft. Die spielen ihr Spiel, ihre Taktik, die sind gut eingestellt, die haben einen guten neuen Trainer, dort passt alles. Da gibt es keine Diskussionen, keine Wickeln. Die spielen, ich sage immer so, das ist die einzige Mannschaft in Österreich, wo ich sagen kann, die spielen jede Partie genau das, was sie können. Und das meine ich aber jetzt positiv. Ja? Die setzen sich ein und die spielen nicht runter. Ja, Meister werden sie nicht werden. Aber jeder andere Platz ist für den WRC erreichbar. Also unterschätzen darf man die Kärntner in keiner Weise. Und das Warten für Sie hat auch ein Ende. Das erste Highlight des heutigen Abends. Das Verfolgerduell zwischen dem WRC und dem LASK. Ein 3:3, das Salzburg durchaus in die Karten spielt. Jeweils ein Punkt für den WRC und dem LASK. Und wir blicken auch gleich in die zahlreichen Treffer, die es dann doch gegeben hat. Gleich zu Beginn das 0:1 durch Dominik Frieser, 36. Minute. Ja, Top-Kombination, dann Ramftol, Stangelpass. Wirklich, hier sieht man es mit Raguz. Ideal im Lauf,
Da kann man aus Abwehr nichts machen. Ach, der Kofler kann die Hände in der Hand tun, aber super Aktion. Das war Lask, so wie wir sie eigentlich kennen. Und Edi, Standards können Sie auch und Sie haben gerne Trauner wieder. Ja, ich muss lachen. Also, der Trauner ist natürlich ein wichtiger Spieler für den Lask, aber auch ein Spieler ist nie ein Garant, dass es nicht viele Tore gibt. Das ist im Fußball, das ist ja das Schöne, warum wir den Fußball so lieben. Aber trotzdem, ich schaue auch immer auf die Körpersprache der Spieler, nicht nur wie er schießt oder wie er stoppt. Und die Körpersprache beim Lask ist im Moment, gefällt mir nicht, wenn ich ganz ehrlich aber bin. Aber hier sieht man dann die Hänger, steht es zwar nur vor Lask und Schlager letzte Woche schon schlecht ausgeschaut. Weißt, das war das Siegestor für Heidberg. Und jetzt ist der Anschlusstreffer. Ja, die Bälle hat er gehalten. Punkt. Und, ja. Und dann bist du als Mannschaft, fangst du an. Ey, da kriegst du einen Kopfkino. Ja, aber vielleicht sind wir wieder. Sind wir wieder Zweite. Genau. 2:2 durch Michi Lindl, schon weiß man mit der Vorlage. Und dann wird abgelegt. Ja. Auch sehr schön gelöst, Edi. Ja, und da steht er auch relativ knapp bei dem Ball. Er hat aber keine Sicht gehabt, glaube ich. Da muss ich ihm entschuldigen. Ja, da war ihm die Sicht verstellt. Kann er nichts machen. Nein. Aber dir kann man den auch besser decken. Ja? Und das sieht man einfach. Da passt, was gepasst hat, passt jetzt nicht. Ja, und sie drehen die Partie. 3:2 für den WRC. Spricht für WRC, Martin, Edi, weil die haben Druck gemacht, die haben Glaub dran und ja. Ja, super Tor. Ja, aber trotzdem, vorhin geschaut, da ist ja ein Masler dabei. Ne? Der schießt hin, Stange, zurück. Natürlich. Ein zweiter Schuss. Ne? Das gehört dazu. Und das Glück hat aber der Lask früher gehabt. Ne? Aber die WSC schießt 3 Tore und da weiß man, der absolute Goalgetter ist nicht einmal außer einem Flanken beteiligt. Das ist dann schlecht von WRC. Die müssen raus, dann steht es abseits. Der TT. Und so macht der TT, wenn sie hier nach vorne verteidigen, rauskommen, dann wäre es abseits gewesen. Das macht TT gut. Und ja, Kofler schaut er vielleicht unglücklich aus, aber da kann es keinen Menschen Schuld geben. Ja, dann ist Lask, Gott sei Dank für Lask, zumindest noch ein Punkt. Aber wenn ich 2:0 führe, ist die Ansprüche muss anders sein. Ja. Das war schon anders. War die Partie trotzdem auch ein Beweis dafür, dass beide Mannschaften doch eklatante Schwächen aufweisen? Na, eklatante Konzentrationsschwächen? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eben so, der Lask war ja die dominierende Mannschaft. Die waren die Besseren, muss man ehrlich sagen. Aber sie kommen nicht mehr dorthin, wo sie waren. Sie bemühen sich, sie tun es. Sie haben ein bisschen Pech auch. Ich sage immer, das kommt alles zusammen. Aber sie sind noch nicht dort. Und die Kärntner haben in Wahrheit so immer gespielt, wie sie jetzt spielen. Einmal gewinnen, einmal spielen sie unentschieden. Aber sie spielen in Wahrheit konstant gut. Und die machen dann oft aus nichts wieder einen Punkt. Nicht? Weil in Wahrheit haben sie heute aus nichts einen Punkt gemacht. Und wir haben einen schon, weiß man, letzten Mittwoch erlebt mit einem tollen Fallrückzieher-Tor. Und das hat sich anscheinend so weit rumgesprochen, dass Celtic Glasgow, schottischer Spitzenverein, Serienmeister, interessiert sein soll. Ist er schon bereit für diesen nächsten Schritt? Oder war das jetzt vielleicht auch ein Glücksjahr für ihn beim WRC, dass er so aufgeht? Nein, ich glaube, dass die Tore in Schottland werden genauso groß sein wie hier in Österreich. Und ja, ich sage es nur, weil das ist eine normale Frage von einem Moderator, ganz logisch. Aber ich glaube, dass so ein Spieler auch mit der Aufgabe wächst. Ich habe beispielsweise einen Nuiu gehabt, der bei Rapid war, den habe ich geholt zu Kärnten damals von der Regionalliga. Der spielt immer noch in England, das ist 1-1. Das ist ein Bär von einem Kerl, der ist da mitentwickelt. Und so wird der John Weißmann sich auch entwickeln, weil da, mit allem Respekt vor WRC, spielt er vielleicht mit wieder besseren Fußballer. Und wieder besserer Fußballer heißt noch bessere Flanke. Und er weiß, wo die Hütte steht, so er trifft er. Siehst du es etwas kritischer, Edi? Ich bin zumindest der Meinung, habe selber das Old Firm Derby zwischen den Rangers und Celtic schon zweimal kommentieren dürfen. Es ist eine andere Körpersprache als in Österreich. Schon weiß man, ist jetzt nicht unbedingt der klassische Riegel, der dann vorne drinnen steht und als Strafraumstürmer agiert. Kann er trotzdem mit seiner quirligen und talentierten Art dann punkten? Ich glaube, das ist seine ganz große Stärke, seine Art zu spielen. Er spielt nicht britisch, er spielt nicht schottisch, schon gar nicht irisch, sondern er spielt seine Art des Fußballs, die sehr diffizil ist, die intelligent ist, die sehr beweglich ist. Und ich glaube, gerade weil er eben anders ist als die anderen, die dort spielen, hat er eine gute Chance, dass er dort sich wirklich durchsetzt. Einfach wird es nicht, auch körperlich nicht, nicht? Weil da geht es wirklich, da geht es zur Sache. Da wird es nicht leicht werden. Aber er kann alles. Er kann sich dort sicher durchsetzen. Mir tut es leid, weil wir verlieren wieder einen Topspieler in unserer Liga.
Ja, es ist noch nicht entschieden, aber zumindest mal die erste Tendenz bekannt geworden. Und nach so einer Top-Saison wäre es auch undenkbar, wenn schon Weißmann in der österreichischen Bundesliga bleiben würde. Salzburg könnte natürlich profitieren von diesem 3:3 zwischen dem WRC und LASK. Die Pflichtaufgabe in Hartberg muss allerdings noch erledigt werden. Mehr dazu gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Schönen Sonntagabend, herzlich willkommen retour hier bei Anpfiff auf OE24TV. Vor dieser Werbepause haben wir das sehr, sehr spannende Spiel zwischen dem WRC und dem LASK mitverfolgen dürfen. Am Ende ist es ein 3:3 und ein Punkt, der beiden nicht wirklich weiterhilft in der Verfolgerrolle. Salzburg kann natürlich davon profitieren, muss aber die Pflichtaufgabe in Hartberg erstmal erledigen. Ja, bei den Hartbergern haben wir, glaube ich, nach den ersten 22 Spieltagen festgestellt, dass sie möglicherweise dazu da sind, um den Meisterschaftskampf dann vielleicht auch noch ein bisschen zu beeinflussen. Wir haben das Ganze getitelt als das steirische Zünglein an der Waage. Jetzt haben wir auch gesehen, der LASK ist über Hartberg drüber gestolpert. Sind die Steirer zu unterschätzen? Darf man sie unterschätzen? Oder schlagen sie dann umso stärker zurück? Naja, was vor Red Bull jetzt spricht, ist, dass LASK schon gestolpert ist. Und das heißt dann unterschätzen. Ich glaube, vielleicht hat LASK sogar Hartberg ein bisschen unterschätzt. Du hast ja eigentlich alles gesagt. Zünglein an der Waage, die können überall befreit ausspielen, haben einen riesen Erfolg gefeiert mit ihrem Verein, dass sie in die Quali-Gruppe dabei sind und können jetzt überall frei ausspielen, aber können viel überraschen und können viel Gutwill holen für sich und die Spieler einzeln. Und deswegen Spiel drauf los gegen Red Bull. Ja. Das eine ist natürlich überraschend, auf der anderen Seite will man natürlich auch sportliche Erfolge einfahren. Hartberg hat jetzt natürlich wieder die einmalige Möglichkeit, als steirischer Provinzverein sozusagen in die Europa League, in die Champions League vielleicht zu kommen. Durch die Punkteteilung ist jetzt wieder alles zusammengeschrumpft. Ist das zu unrealistisch? Werden Sie Sechster? Ja. Werden? Ja, es ist meiner Meinung nach zu unrealistisch. Die Mannschaft ist im Moment nicht für einen europäischen Cup-Bewerb bereit von ihrem Können her. Sie hat einen tollen Trainer, eine super Präsidentin, sie sind eine liebe Truppe. Und sie werden immer bei Partien, wo ich gedacht habe, heute sind sie gefährlich, haben sie nicht drüber gekriegt. Und immer, wo ich gedacht habe, heute werden sie schön schauen, war es auf einmal da. Das ist eine Mannschaft, die lebt auch, der Frank hat es gut gesagt, von der Überraschung des Gegners. Das muss er züchten. Also von nach meiner Philosophie, wenn sie heute ein Problem haben. Weil sie haben schon einmal überrascht. Gut, also Edis Bauchgefühl sagt, dass die Hartberger nach diesem Sieg gegen LASK Probleme bekommen werden. Natürlich, der Serienmeister aus Salzburg ist zu Gast und die Mozartstädter, die können einiges geradelegen. Also ein Kantersieg der Salzburger am Ende, ein 0:6 in Hartberg, eine kalte Dusche, die schon sehr, sehr früh begonnen hat in dieser Begegnung. Patson Daka mit seinem ersten Treffer, Frankie, die Räume waren vorhanden, die Schnelligkeit ist vorhanden. In dem Fall war das schwer zu verteidigen. Erstens ist das Qualitätsunterschied war gewaltig. Ja? Die Defensive von Hartberg war eine einfache Katastrophe. Ich muss den Markus Schopp, der bis jetzt eine Top-Arbeit gemacht hat, aber schon kritisieren, weil wenn man glaubt, mit seiner Mannschaft rausspielen zu können gegen Red Bull Salzburg, da muss ich sagen, dann hat er schlecht geschlafen gestern. Das darf nicht sein, das darf nicht sein. Mit aller Lobbyern, die wir, der Harry und die, ihm jetzt verabreicht haben, immer, aber das darf nicht sein. Aber das interessiert Salzburg nicht. Die fahren jetzt mit dem Zug durch die Liga und das Glück, was er hier hat, ist natürlich ein glückliches Tor, aber trotzdem, zum Schluss musst du aufschauen und den Tormann überspielen. Ja, und vor allem, Edi, die Partie war dann nach 7 Minuten eigentlich schon vorentschieden. Was sagst du zu dieser starken Anfangsphase? Tolle Anfangsphase. Und was mir auch gefällt, quasi, der Mai kommt dann die Phase, wir haben noch eine lange Meisterschaft, wir haben dann vielleicht Europacup-Qualifikation, aber die schalten nicht zurück. Die schalten sogar noch einen Gang höher, wenn sie merken, es geht. Und das macht sie auch so stark. Und wir haben vorher schon drüber geredet mit dem Frenkie. Du brauchst ja nur die Ersatzspielerbank anschauen von den Salzburgern. Wenn man die zusammenstellt zu einer Mannschaft, spielen die auch einen Titel mit. Also der ist echte Fußballqualität mit bei Red Bull. Ja, und hier sehen wir auch den zweiten Treffer. Tolle Technik, wieder ein bisschen Ballglück dabei, ne? Ja, ja. Nein, aber ein bisschen Ballglück, aber gewollt mit den Fersen. Hier sieht man es. Schau, hopp.
Der Huber lässt er schlecht aussteigen und hat dann die Übersicht. Ja, aber Eddie, weißt du, was es ist? Die Spieler, die stellen sich alle, Keita 4-0, aber die stellen sich alle in der Auslage damit. Weil die wissen, hey, Keita bei Liverpool verdient einen Haufen Kohle. Bei Red Bull Leipzig verdient einen Haufen Kohle. Wir können nur über gute Leistungen uns für die Rest der Welt interessant machen. Und das macht uns eindrucksvoll. Ja, und vor allem, Sie haben zu keinem Zeitpunkt in dieser Begegnung aufgegeben, abgesehen vielleicht von der letzten Viertelstunde, da haben Sie dann einen Gang rausgenommen. Aber schau her, was ich vorher bei der Wiener Austria gemacht habe mit den Führungsspielern. Hm? Das ist ein Führungsspieler, der heißt Andreas Ulmer. 34 Jahre oder 33, 34, der geht voran. Hm. Der ist top. Ja, und dann akzeptiert man sowas als Jüngere. Und gleich nach Wiederbeginn, da ist noch nicht einmal die Grafik eingeblendet, steht schon 5-0. Das ist halt dann auch bitter für Hartberg, die natürlich jetzt nicht darum gekämpft hätten, einen Punkt zu holen. Aber mit 0-4, dann kommst du raus und kriegst wieder ein Tor. Was bedeutet das für die mentale Stärke der Hartberger, oder haben Sie da einfach schon abgeschlossen? Nein, das ist abgeschlossen. Das ist dann ein intensiveres Trainingsspiel. Hier können Sie jetzt lernen davon. Die Defensive steht jetzt ein bisschen stabiler, sonst kriegst du nicht nur zwei Tore. Aber ist schön. Trotzdem kann er schießen, weil keiner bei ihm steht. Das ist ja das. Und Noah Okafor, den Namen müssen wir uns langsam merken, letzte Woche oder beim letzten Spieltag schon auf sich aufmerksam gemacht. Ich bezeichne ihn immer gerne als Johann von Landen 2.0. Edi, ein junger Schweizer, der jetzt zweimal hintereinander trifft und diese Red Bull-Philosophie, glaube ich, schon in sich trägt. Ja, auf jeden Fall. Sie haben aber, ich merke mir gar keinen Namen mehr. Weil die haben einen 18-Jährigen dabei, der ist auch jetzt gekommen aus dem Nichts. Die haben einen Kader, der ist gar nicht adäquat für den österreichischen Fußball. Das ist ein Weltklasse-Kader. Und das ist auch die Stärke von dieser Mannschaft. Sie wollen sich, jeder von den Spielern weiß, das Ende meiner Karriere wird nicht Salzburg sein. Da habe ich andere Pläne. Da wollen sie die Premier League, da wollen sie in die deutsche Bundesliga. Und deswegen geben die so Gas. Genau. Brauchst du nicht motivieren. Genau, der weiß, wo er hin will. Mhm. Und wir wollen es natürlich immer spannend gestalten bei uns auf OE24TV. Und es sind noch 8 Spieltage. Aber Salzburg hat jetzt eigentlich aus diesen ersten beiden Runden das Maximum mitgenommen und die Konkurrenz hat eigentlich vieles liegen gelassen. Haben wir schon den Meister des Jahres 2020 eruiert? Ja, ich würde mein Haus nicht drauf verwetten, aber ich würde vieles drauf verwetten, weil es ist einfach Austria Lustenau wegputzt. Die hätten noch 4 Tore kriegen können mit 5-0. Rapid war kein Problem. Natürlich Rapid mit der ein oder anderen Verletzung, war schon geschädigt dann kurz. Aber und jetzt? Okay, Hartberg ist unangenehm. Es ist ein sogenannter Pflichtsieg. Aber LASK hat es nicht geschafft. Und die fahren dahin, steigen aus und wissen, gehen wir. Die drei von den ersten Minuten. Hm. Und Jesse Marsch braucht auch seine Visitenkarten. So, der ist dahinter. Der lässt keiner einschlafen. Und auf der anderen Seite, lieber Edi, die Qualität bei Salzburg begeistert uns, glaube ich, halbjährlich fast schon. Abgang Erling Haaland zu Borussia Dortmund, der LASK geigt auf in der Hinrunde, da haben schon viele gesagt, das ist vielleicht jetzt mal die Wachablöse. Man hat langsam das Gefühl, es ist fast egal, wer bei Salzburg weggeht und kommt, es funktioniert immer. Ja, ist furchtbar, ne? wer hat den Dacker gekannt? Wer hat den gekannt vor einem Jahr? Unsere Fußballfachleute? Niemand. Da kommen 15 verschiedenste Nationen, verschiedene Religionen, verschiedene Hautfarben her und sie haben alle eines gemeinsam. Sie kennen Kick. Und das ist das Schöne, und das liebe ich als Sportreporter, wenn ich so eine Mannschaft sehe, die diese Qualität auf das Feld bringt, egal ob der jetzt kommt aus Nordkorea, ist wurscht, aus Südamerika. Und das ist aber auch eine unglaubliche Größe und Stärke von dieser Red Bull-Mannschaft oder der Red Bull-Familie in Sachen Fußball. Sie haben überall die Hände drinnen bei den guten Fußballern. Ich sage es auf meine Art, es ist mittlerweile eine Maschinerie. Ja. Ja? Ein gutes Scouting, dann werden die Spieler geholt, dann werden sie körperlich in eine Top-Verfassung gebracht. Weil nur von der österreichischen Liga, Jungs, kannst du nicht nach Premier League. Oder nur von der österreichischen Liga geht das auch nicht so leicht. So, dann gehst du erst Red Bull Leipzig, dann kriegst du die zweite Schicht, weißt du, wie beim Laufbahnl, hopp, nächste, ja, das ist so. Und dann bist du fertig, dann kassieren die auch noch 20, 30, 40 Millionen, steht denen alles zu. Hin und wieder ist ein Fehlgriff dabei, die gibt's auch. Es ist nicht alles eitel gewonnen, aber ich muss sagen, ich war in Anfang sehr skeptisch, aber ich muss sagen, Hut ab, Respekt, Hut ab, weil auch der Matisic verdient er Geld mit diesem Verein mittlerweile. Mhm. So, aber er investiert er nicht. Er hat Leipzig 100 Millionen geschenkt vorige Woche. Also, Oliver,
Ja, ja, das ist, was du nicht angekommen hast. Er hat ja dich gesucht. Ja, aber jetzt denke mal nach, wer hat im österreichischen Fußball eine Summe in der Größenordnung einfach am Verein gegeben? Also, die waren sagen, wie es das dann verrechnen, weiß ich nicht. Ja. Ja. Aber 100 Millionen sind 100 Millionen. Das kannst du drehen, wie es schön ist. Ne? Da kommen wir, wie sollen wir da mitkommen? Ich bezeichne es auch als Monatsgehalt in diesem Fall. Nach einer kurzen Werbepause kommen wir gleich zurück mit Rapid. Ich schneide ein bisschen mit dem. Ja. Nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder zurück mit Rapid gegen Sturm. Beide Mannschaften haben ihr Erstrundenduell nach Wiederbeginn verloren. Rapid gegen Salzburg mit 2:0. Sturm Graz eine bittere Niederlage zu Hause 1:2 gegen den WRC. Wem gelingt die Reaktion? Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Schönen Sonntagabend, herzlich willkommen zurück hier auf OE24TV zum letzten Spiel der Meistergruppe. Wir haben bereits das 3:3 zwischen dem WRC und dem LASK gesehen, dann die beeindruckende Leistung von Salzburg in Hartberg. Übrig bleibt das Legendenduell zwischen Rapid und Sturm. Und wir werden natürlich gleich bestimmte Inhalte dieser Partie ansprechen, haben aber vorab einen Beitrag für Sie vorbereitet. Rapid verfügt natürlich über die größte Fanbase in Österreich, aber auch diesmal gibt es natürlich nur ein leeres Stadion. Sam ist beim Heimspiel gegen Sturm aber alleine in Wien-Hütteldorf. Statt des stürmischen Beifalls wird nur ein laues Lüftchen durch den Westen Wiens. Denn die Fans dürfen weiterhin nicht in Österreichs Fußballarenen. Leere Tribünen statt Fangesänge, auch beim Rekordmeister. Die Ärmel werden dennoch hochgekrempelt, wie auch die Kübauer zu berichten weiß. Also ich glaube, dass keiner erfreut ist in ganz Österreich. Also ich kann jetzt nur für uns sprechen und mir tun wirklich die Fans leid, wenn sie nicht im Stadion sein können. Wir müssen es leider hinnehmen, aber das hat jetzt mit Ärmel aufkrempeln nichts zu tun, sondern wir müssen unseren Job verrichten. Und das ist jetzt einfach so, dass wir leere Stadien haben und mit dem müssen die Spieler umgehen. Ich glaube, dass sie es in Salzburg bis zu einem gewissen Grad sehr gut gemacht haben. Ob Rapid oder Sturm trotz Geisterkulisse tonangebend sein wird, das sehen wir gleich. Ja, jetzt sehen wir natürlich auch ein leeres Allianzstadion, das zu perfekten Zeiten teilweise ausverkauft gewesen ist. Wie schwerwiegend ist das für den SK Rapid Wien, auf den 12. Mann jetzt zu verzichten? Ja, wenn Rapid ihre Leistung gebracht hat, dann ist das Publikum eine Hilfe im Rücken. Das stärkt dann die Mannschaft und ist schwer für die Gegner. Aber natürlich, wenn Rapid wie die letzten Monate nicht super spielt in die Heimspiele, dann kann es natürlich schon sein, dass die eigenen Fans auch ein bisschen zum Belastung werden. Ja, weil die sind nicht zufrieden, pfeifen, sind unglücklich und so weiter. Und der Gegner kriegt dann den berühmten Lauf als Auswärtsmannschaft. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt ein Nachteil ist für Rapid, wenn die Fans nicht dabei sind. Aber Nachteil ist es ganz bestimmt, lieber Edi, dass jetzt drei wichtige Spieler vermutlich für den Rest der Saison fehlen werden. Bei Christopher Thibon wissen wir, dass er einen Kreuzbandriss im linken Knie hat. Bei Murg und Sonnleitner gibt es wahrscheinlich auch kaum eine Möglichkeit, sie zu reaktivieren. Hat man wirklich Abwehrsorgen? Auf jeden Fall. Die drei kannst du nicht so minix-dinix ersetzen. Auf der anderen Seite wieder, es gibt immer zum Nachdenken, was haben die wirklich trainiert? Weil wenn er plötzlich drei Spieler innerhalb von, die ersten zwei innerhalb von einer Viertelstunde und dann der dritte gleich nachdem er eingetauscht wurde. Also es hat von die drei zusammen, haben nicht einmal eine halbe Stunde gespielt. Ja? Also muss man schon sagen, sollte man ein bisschen nachdenken oder hinterfragen, das Training der Hütteldorfer. Dazu kommt noch, dass der Torhüter immer mehr Probleme kriegt bei den Rapidlern und der Torhüter wird ja auch sehr intensiv trainiert. Ist eigentlich der einzige Spieler, der nur einen Persönlichkeitstrainer hat. Und wenn der Tormann immer schlechter wird, dann muss man auch fragen, ist der Tormann, hat er eine seelische Phase oder ist vielleicht der Tormann-Trainer kein guter? Das haben wir also kurz analysiert. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, wer aus der ersten Niederlage nach Rückkehr in die Meisterschaft jetzt wieder den Kopf nach oben richten kann. Sturm zu Hause gegen den WRC 1:2 verloren, Rapid auswärts gegen Salzburg. Wer war in deinen Augen inaktiver und hilfloser zu Beginn?
Naja, Rapid hat der Pech mit den Verletzungen gehabt, haben sie immer umstellen müssen. Die haben sich dann nicht mehr auf Red Bull konzentrieren müssen, sondern auf die eigene Mannschaft. Und mir hat es gewundert, dass Sturm Graz mit den Namen, mit Gitaschwili, mit Desporov, mit Hillender, Röcher, die haben eine große Kader. Da ist eigentlich nur der Wechsel gewesen von Kreisel zu Schicker als Sportdirektor. Und sonst habe ich das Gefühl, dass bei Sturm derzeit der Wurm drinnen ist. Warum auch immer, da ist keine Stimmung. Das ist nicht die Sturm Graz-Mannschaft, die wir kennen von früher. Das ist der Trainer, kommt mir immer, oder uns kommt er immer so unzufrieden vor. Schwierig. Ich glaube, der Trainer geht den Spielern, wenn ich das so salopp sage, furchtbar auf die Nerven. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Trainer die Spieler nicht fördert für eine gute Leistung, sondern eher, dass die Spieler sich ein bisschen zurückhalten. Also Rapid hat Personalsorgen, bei Sturm Graz läuft nicht alles so, wie es sein soll. Beide haben natürlich ein schlechtes Ergebnis zu Beginn, erzielt Rapid gegen Sturm die Highlights. Ja, dieses eindeutige Ergebnis war mit Sicherheit nicht zu erwarten. Wir blicken mit Ihnen gemeinsam nochmal in die gesammelten Treffer dieser Partie im Allianzstadion und haben einen Doppelpack gesehen von Kelvin Arase. Wieder viele Räume und das Tor, muss man Siebenhandel vielleicht noch ein bisschen anhängen, muss er da rauskommen? Na, der Pass von Fountas ist Weltklasse und wie der Arase in das Loch geht, hinter der Abwehr, da kommt der Pass. Die Defensive von Sturm ist eine Katastrophe gewesen. Und das Problem war, dass bei Siebenhandel, dass er vorher den Fehlpass gemacht hat. Ja, und dass es so schnell gegangen ist. Ein super Tor von Rapid. Und gleich danach Kelvin Arase, die zweite Idee. Wenn man denkt, so ein junger Spieler mit so wenig Spielerfahrung macht das Tor wie ein alter, ausgekochter Routinier. Naja, Dropkick. Ja, schau. Und puff. Unhaltbar. Ja, da sieht man, staubtrockener Fußball kann auch erfolgreich geführt werden. Zu diesem Zeitpunkt nicht einmal eine halbe Stunde gespielt, dann dauert es ein wenig länger. Im zweiten Abschnitt dann aber die Vorentscheidung. Wir sehen das 3:0, das zunächst durch dieses Foulspiel zustande kommt. Foulspiel von Siebenhandel. Ja, ja, nein? Ja, natürlich. Der sagelt den Mumm, mit aller Respekt. Mhm. Wenn er mit den Händen hingeht, schaut es anders aus. Aber ja, Schwab macht es gut. Schwab hat diese Partie auf 6 gespielt. War wichtig für die Abwehr, dass er da ein bisschen Stabilität bringt. Und Siebenhandel muss sich natürlich jetzt auch ein bisschen Gedanken machen, weil schaut nicht immer gut aus. Und Funtas macht den Schlusspunkt, Edi. Zwei Tore vorbereitet, ja. Das letzte selber gemacht. Mann des Tages Pass, oder ja. Doch Kelvin Arase? Nein, der Mann des Tages ist Arase, aber der 17-jährige Yusuf, der hineingekommen ist, der ist ein fußballerischer, ein Traumspieler, gehört für mich zu den größten Fußballtalenten in Österreich in der Gegenwart. Also, ja, was kann man über ihn sagen? Es titeln ja schon einige, Herzog, Alaba und dann kommt Yusuf Demir. Kann man den wirklich schon auf eine Ebene setzen oder ist der Druck dann vielleicht so groß, dass er mit 19 schon wieder ich sag so, ist? Der Yusuf ist dort, wo der Prohaska in dem Alter war. Mhm. Man muss es immer so rechnen und dann geht er weiter. Aber der ist ein großartiger Spieler. Für mich spielt er nur zu wenig, aber das ist eh klar. Der Trainer hat halt Angst und der Didi ist nicht einer, der ein echter Förderer von jungen Spielern ist. Er will immer die Besten haben und die sollen den Sieg bringen. Was mich nur stört ist, heute habe ich schon gehört von Rapid-Funktionären, für den kriegen wir sicher 5 Millionen. Und das tut mir weh. Weil ich will endlich einmal eine gescheite Mannschaft wiedersehen und nicht Millionen auf der Bank. Mhm. Aber warte mal, wir haben noch Zeit. Aber die 5 ja. Millionen kriegen es dann natürlich nur, wenn er spielt. Das ist klar. Und wie würdest du jetzt mit so einem jungen Spieler umgehen? Auf der einen Seite, gut, mediale Präsenz ist einfach in Zeiten, wo wir leben, unumgänglich. Aber man kann den Druck vielleicht auch ein bisschen von einem Spieler nehmen. Oder ist das auch wichtig, dass er mit 16, 17 dann schon kapiert, worum es wirklich geht? Ein guter Spieler musst du bringen. Den kannst du nicht nur bringen, wenn du 4-0 führst oder 3-0 führst, sondern den musst du dann auch bringen, wenn du 1-0 hinter bist. Das muss er auch lernen. Aber wenn ein Spieler so viel Qualität hat, Martin, dann bin ich beruhigt als Trainer, weil das setzt er ein. Die Qualität setzt er ein. Und so wie er sagt, endlich wieder einmal ein Techniker, endlich einmal wieder so ein Schaub, so ein Murk, weißt du, die jetzt sind. Ein Spieler mit Ideen, ein Spieler mit Kreativität. Wenn du kreativ bist mittlerweile und du hast ein gescheites Köpfchen und ein guter Manager, tolle Eltern, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Dann kannst du in Österreich Profi werden.
Also Yusuf Demir, einer, der möglicherweise in Zukunft auch für Furore sorgen wird. Wir haben tatsächlich 16 Tore in 3 Spielen der Meisterschaftsgruppe erlebt, ein 3:3 zwischen dem BRC und LASK, ein 6:0 Kantersieg von Salzburg in Hartberg, und Rapid kann sich erholen nach der Pleite gegen Salzburg. 4:0 zu Hause gegen Sturm Graz, und die rasseln jetzt noch weiter in den Keller und sind der 6. Platzierte in der Tipico-Bundesliga. Nach einer ganz kurzen Werbepause schauen wir dann auf den zweiten Teil, auf die Qualifikationsgruppe, und schauen zunächst in den Westen des Landes bei strömendem Regen Altach gegen WSG Tirol. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Schönen Sonntag, herzlich willkommen zurück hier bei Anpfiff auf OE24-TV. Die Meistergruppe ist mittlerweile schon Geschichte. Die Quali-Runde steht in dieser Sendung noch aus. Und wir starten gleich hinein mit unserem Westderby zwischen der WSG Tirol und Altach. Ja, und wir haben ein bisschen analysiert im Vorfeld. Passgenauigkeit und Standardstärke sind jene Begriffe, die für die beiden Vereine sprechen. Altach war von den Mannschaften in der Quali-Runde die, die am passgenauesten gearbeitet hat. 74% der Pässe sind angekommen. Ist das ein Verdienst von Alex Pastor? Ist das die Qualität der Mannschaft? Worauf würdest du das Ganze zurückführen? Wenn das nicht wäre, müsste der Pastor seinen holländischen Trainerschein zurückgeben. Weil ein holländischer Trainer steht unbedingt auf Ballbesitz, auf Passgenauigkeit, auf präzise Zuspiele und. Das wird auch bis Ende nie trainiert. Das hat sogar die ganz, ganz Große unter uns, Louis van Gaal und wie soll heißen, ist das die Philosophie. Deswegen wundert mich das nicht. Ja, und wenn du einen Meierhof in deiner Mannschaft hast, dann kann ich mir vorstellen, mit 2,2 Meter, dass hin und wieder bei einem Standard auch eine Gefahr kommt. Deswegen passt diese Anmoderation. Ja, die Standardstärke, die darfst du analysieren mit mir, lieber Edi. 7 Treffer nach Standards bzw. Ecken bei der WSG Tirol. Ist das ein Wert, warum der Aufsteiger nicht absteigen wird? Wie sagt man so schön, schauen wir mal. Also, weil abgesichert sind sie nicht. Sie sind eine Mannschaft, wo du vorher nie weißt, was sie spielen werden. Sie sind für mich immer das Überraschungspaket am Wochenende. Die können sehr konzentriert, sehr gut spielen, aber die können auch völlig Hallali, Hallalo in der Abwehr spielen und machen oft katastrophale Fehler. Also die Hand ins Feuer kann man im Moment nicht legen. Sie haben natürlich Pech mit der Verletzung ihres Trainers. Sie müssen sich jetzt neu aufbauen. Deswegen muss man ihnen auch Zeit geben und darf in der Kritik im Moment nicht so streng sein. Aber Martin, das ist das Problem, was er eigentlich jetzt sagen will. Die Defensive, die ist katastrophal. Und wenn du nicht absteigen willst, muss die stabil sein. Genau. Weil dann kannst du ein Standardtor feiern. Dann kannst du sagen, wir haben 1-0 gewonnen. Oder wir haben 2-1 gewonnen. Mhm. Aber wenn ich 5 Stück kriege zu Hause gegen SKN, und du sagst es auch schon wieder richtig, und wie? Ja, das muss denen ein Alarmglocken in Watt. Genau. Das müssen alle Alarmglocken leiten, weil das ist natürlich gefährlich, weil dann bist du die Nummer 1 beim Absteiger. Mhm. Und sie haben sich ja verstärkt, nicht in der Defensive, sondern eigenartigerweise in der Offensive, was ja eh ihre Stärke schon war. Aber gut, man kann durch die Verstärkung der Stärke noch, ich würde sonst gar nicht fertig sagen, aber sie haben den Weg gewählt. Ja. Anscheinend haben Sie diesen Weg gewählt, um zu zeigen, dass Sie mehr Tore benötigen, aber gleichzeitig auch die gleiche Anzahl an Gegentreffern erhalten dürfen. Hinein ins Westderby, Altach gegen WSG und das Ganze bei strömendem Regen. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden im Westderby zwischen Altach und der WSG aus Tirol. Die beiden Treffer, die wollen wir uns mit Ihnen gemeinsam noch anschauen. Frankie, deine Analyse zum Tor von Petzos, toll gemacht. Wahnsinn. Ich kenne den Petzos von Rapid noch und weniger von Bremen als Sechser mit Weitschüssen. Aber dass er da so weit vorne ist und das Tor so macht, muss ich sagen, Hut ab, das ist gewollt und klasse. Ja, und die nötige Qualität, die die WSG Tirol möglicherweise auch wieder dorthin bringt, wo sie es auch anstreben und zumindest nicht in die zweite Liga absteigen werden. Der zweite Treffer war aber umso schöner, von Jan Zwischenburger nach 30 Minuten eingewechselt worden. Edi, ein schöner Schuss via Innenstange, absolut toll gemacht. Ein Traumtor eigentlich. Das von Petzos war ein bisschen Glück auch dabei zwischen den Beinen, aber das war ein Hirntor. Das hat er richtig gespielt. Ball bekommen, wir sehen es jetzt eh noch einmal. So, jetzt kommt der Ball, schau da, zack, und der passt genau. Das können nicht viele, Frankie. Nein, und unsere
Da muss ich ein kurzes Lob ausbringen. Meine ehemaligen Mitspieler Toni Polster und Hans Krankl mit Linksfuß, die Österreich-Experten, die haben das gemacht. Und Ivica Vastić, das war sensationell. Da hast du warten können drauf. Wir fetzen hin aufs Tor und die platzieren mit herrlich, mit der Innenseite. Kommst nicht hin aufs Tor, Mann. Ja. Edi, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Jan Zwischenbrugger. 165 Spiele für Altach beschritten, 8 Tore insgesamt, in der Saison schon 5 als gelernter Innenverteidiger. Warum kommt er erst kurz vorm 30er drauf, dass er auch Tore schießen kann? Ein Spätberufer, es gibt in vielen Varianten des Lebens. Nein, ich glaube, es gehört auch ein bisschen so der innere Mut dazu, so wie der Frenkie das gesagt hat beim Krankl. Der Krankl war überzeugt davon, dass er das Goal trifft. Ne? Da hat es überhaupt keinen Zweifel gegeben. Und ich glaube, das braucht jeder Spieler. Wenn du hinschaust, dann willst du den Ball machen. Und wenn es dir dann 1, 2, 3 Mal gelingt, dann wirst du stärker, dann wirst du mutiger. Und das haben wir bei dem gesehen, von innen erwarte ich mir noch einige Tore, weil er weiß jetzt, er kann es. Und Frankie, das ist das Wichtigste. Er traut sich als Innenverteidiger, so wie der Martin sagt, es ist natürlich ein Wahnsinn. Und wenn es so lange wartet auf Tore und dann in einer Saison 5, ich glaube, der kommt überhaupt nicht mehr aus der Polonaise raus, oder? Da, mit der Frau. Das muss ja herrlich sein, wenn ich heimkomme und sage, Schatz, schon wieder ein Tor geschossen. Und sie sagt, ja, du bist in der Verteidigung. Ja, ich hoffe, man hat sich eine gute Torprämie für die Saison ausgemacht. Ja. Weil dann wird es auch in der Corona-Zeit sogar finanziell sehr gutes erfüllen. Ja, der glaubt mir, die verdienen nicht genug. Aber gut, zum Schluss Altach. Zweimal bessere Mannschaft gewesen, 2 Punkte. Das ist zu wenig, um richtig wegzukommen von so einem gefährlichen letzten Platz. Also die Ansprüche von den Altachern sind durchaus höher einzustufen. Die WSG aus Tirol hat zumindest diesen einen Punkt mal gemacht, vorgelegt. Die Admira hat momentan die Laterne. Das werden wir dann aber auch noch zurechtlegen in unserer übernächsten Partie. Denn nach einer kurzen Werbepause schauen wir zu St. Pölten gegen Austria. Robert Iwertsberger ist der Interimscoach für Christian Ilzer. Warum das Ganze so ist, erklären wir Ihnen gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Herzlich willkommen zurück bei uns auf OE24TV. Anpfiff, Ihre Bundesliga-Show. Wir haben 4 Partien bereits gesehen, kommen jetzt zu unserer 5. St. Pölten gegen die Wiener Austria. Ja, und im Vorfeld dieser Begegnung wollen wir natürlich die Trainer auch hervorheben, denn da gibt es einige Parallelen. Robert Iwertsberger, Frankie, war nämlich immer der Interimscoach von Christian Ilzer, bevor er zum WRC und zur Austria gekommen ist. Beide 1977 geboren, also sehr viele Parallelen. Könnte man auch meinen, Robert Iwertsberger hat beim WRC Vorarbeit vielleicht für Ilzers starke Performance geleistet? Jein, natürlich macht ein Trainer was Positives im Vorfeld oder was Negatives. Ismail bei Lask, Glasner und so weiter, gibt es noch etliche Beispiele. Aber das ist ein bisschen ein Zufall, dass die auch gleich im gleichen Jahr geboren sind. Ich glaube, dass Iwertsberger ein bisschen unterschätzt ist. Manche Trainer verkaufen sich selber nicht so. Mhm. Und er ist eher ruhiger, ein bisschen am Hintergrund und verkauft sich nicht so wie der El Maestro von Sturm Graz. Was der wie es ist. Aber ist es am Ende des Tages wichtig, dass sich auch ein Trainer medial ein bisschen inszeniert und präsentiert oder zählt nicht die Leistung am Platz? Martin, beides. Mittlerweile beides. Mhm. Nur dich zu präsentieren ohne Erfolge geht nicht. Das ist sowieso ein No-Go. Aber wenn du ein super Ergebnis bringst und du bringst die auch nicht ein bisschen raus, ja, dann gehst du unter. Mhm. Das ist einfach so. Und Iwertsberger, muss ich sagen, ich muss mir ganz kurz bei SKN, das muss ich mir lassen. Ich habe im Vorfeld gesagt, SKN wird aussteigen. Nur da hat es keinen Absteiger gegeben. Heißt eigentlich, sie werden Letzte. Sie steigen nicht ab. Jetzt ist der Druck auf einmal da, dass man absteigen kann. Und jetzt habe ich das Gefühl bei SKN, jetzt sind die Hände ineinander. Ein guter Trainer, der jetzt kommt und erfolgreich ist, der selber an seiner Karriere arbeitet. Jetzt kann er was zusammenwachsen, sagen wir so. Mhm. Lieber Edi, was wäre an deiner Stelle wichtig für Robert Iwertsberger als Trainer, wenn Frankie schon sagt, er ist vielleicht nicht so der extrovertierte Typ? Was benötigt er? Vielleicht einen Kaugummi im Mund wie Sir Alex Ferguson? Oder muss er da wirklich auszucken wie El Maestro und das Pappelstadion quasi umräumen? Nein, ich halte ihn wirklich für einen gut arbeitenden Trainer. Er hat bei der Austria wirklich auch
bei den Kärntnern tolle Leistungen geboten. Ich bin sogar ein bisschen anderer Meinung. Mir gefällt die Art zum Beispiel von Ilzer bei der Austria nicht. Das ist für mich eine schwache schauspielerische Leistung. Das ist nicht echt, was er macht auf der Bank. Das hat jetzt mit Training nichts zu tun. Er will das machen, was der Frenkie gesagt hat. Er will sie präsentieren. Aber er ist nicht im Burgtheater. Er ist eher im Moment auf der Löwinger Bühne. Und das passt jetzt auch. Ja, wir lassen uns überraschen. Es ist alles angerichtet. Die beiden Trainer kennen sich natürlich gut aus der Vergangenheit. Ibertsberger gegen Ilzer, bitte sehr. Auch in diesem Fall gibt es ein 1:1 zwischen St. Pölten und der Wiener Austria. Am Ende haben sich die St. Pöltener reingehängt in diese Begegnung. Aber es ging los mit diesem Freistoß. Frankie Manfred Zakaria, ein Mann für die Zukunft. Ist ein sehr technisch begabter Spieler, könnte einer für die Austria sein und werden. Dieser Freistoß macht Hoffnung, weil der Riegler doch kein schlechter Tormann ist. Aber ich glaube, wenn man so einen Freistoß schießt, dann hat man einfach das Selbstvertrauen, dass man mehr will. Weil sonst geht man nicht einmal zu einem Freistoß hin. Mhm. Doch dazu auf der falschen Seite. Ne? Er schießt ihn von rechts mit dem linken Fuß. Das ist auch ein Zeichen, dass er Selbstvertrauen hat, dass er kicken kann. Großes Talent. Auf jeden Fall. Aber es war halt die vierte Spielminute und die Austria hat es im Anschluss verabsäumt, den Sack zuzumachen oder am Tempo zu bleiben. Deswegen sind die St. Pölten auch vermehrt zu Chancen gekommen. Letztendlich wird das Ganze dann auch belohnt. Robert Ljubicic mit dem Ausgleich, Edi. Die St. Pölten haben sehr viel Druck ausgeübt, am Ende verdient. Ja, auf jeden Fall ein paar Sachen. Ich meine, man kann nicht immer nur über die Trainer reden, aber wenn der Trainer seinen besten Torschützen in einem wichtigen Spiel nicht spielen lässt von Anfang an, dann muss er mir das einmal fachlich erklären. Und dann gibt er rein, wenn ich 1-0 führe. Das muss er mir fachlich noch einmal erklären. Und ich glaube, die zwei Erklärungen hätte ich gern gehört. Das geht nicht. Der beste Stürmer, der beste Torschütze muss einmal beginnen. Und wenn ich natürlich dann habe eine Führung, ein, zwei Tore, kann ich mir das überlegen. Aber ihn dann bei 1-0 reinhauen, den besten Stürmer, ist für mich fußballerisch, ja, ich kann es nicht begreifen. Also, was man auch sagen muss, die Austria weit, weit weg von gut. Ja, spielerisch zu schwach, auch letzte Woche schon zu Hause gegen die Admira. Das nötige Glück gehabt, Glück aber die Tüchtige. So sagt man so, sie waren zumindest tüchtig. Aber ich muss sagen, spielerisch, das muss auch ein Peter Stöger wehtun in die Augen. Ja, er hat zwar vorher was in die Nasen gehabt, weil er verkühlt ist anscheinend, aber der Peter wird auch mit den Augen Probleme bekommen, wenn er das so oft zusehen muss. Das ist Austria unwürdig, da wird nicht Fußball gespielt. Die Jüngeren, so wie der Zakaria, nicht wegen Tor, oder wie die Fitz, oder die Buben, die haben aus der Not und Tugend gemacht, die kommen hinein und spielen frei drauf los. Aber die routinierteren Spieler, die müssen fragen, hey, sind wir das wert, dass wir bei der Wiener Austria spielen? Weil Austria Wien spielt immer, aber das ist ja kein Fußball, was die derzeit bringen. Und SKN, muss ich sagen, Respekt. Ich habe einmal draufgehaut, aber ich muss sagen, Respekt. Der Ibersberger hat eine sehr solide Mannschaft, spielt taktisch wieder gut, stehen gut, spielen aus der gesicherten Abwehr und machen das, was können. Das Notwendige, um einen Punkt zu machen oder in Wattens zu gewinnen. So, Kompliment. 4 Punkte, dann 6 Tore erzielt, nur einen erhalten. Aber eine gelb-rote Karte mussten sie am Ende dieser Begegnung auch noch verdauen. Der Torschütze ist persönlich Robert Ljubicic mit diesem harten Einsteigen in der Schlussphase. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und inwiefern wird er dann auch St. Pölten abgehen? Na, natürlich, weil der hat jetzt einen Torerfolg gehabt, ist ein gestandener Mittelfeldspieler. Der Trainer hat jetzt 2 Spieler ihm aufgestellt, so der erwartet viel von ihm. Das ist ein dummes Foul. Hier geht er wirklich auf eine Verletzung und das war das einzige Richtige, dann noch gelb-rot hier. Hier hat schon ein bisschen nach anderer Farbe gerochen, aber nichtsdestotrotz, junge Spieler wird es auch lernen. Und ich habe 5 rote Karten gehabt in Österreich. Ich bin durch eine rote Karte von Holland nach Österreich gekommen. So, hin und wieder kann eine rote Karte auch einmal gut sein. Ja, aber um die Zeit beim Match, aus der Situation, wo sie waren, rechts vorne, brauche ich das Foul nicht machen. Das war... Er war halt übermotiviert durch das Tor, aber er hat Glück gehabt, bin bei dir. Ja. Gelb-Rot, da kann man auch nackte Rote auch geben, weil es war wirklich ein Verletzungsfall. Kann auf jeden Fall sehr, sehr böse ausgehen. Am Ende hat die Austria auch 4 Punkte aus den ersten beiden Begegnungen. Die Analyse nach dem Spiel mit dem Trainer Christian Ilzer. Insgesamt muss man mal sagen, war es eine gerechte Punkteteilung. Von der Leistung hätten wir uns natürlich mehr erwartet. Das war... sind sehr gut ins Spiel gestartet mit dem super Freistoßtor von Manni. Danach der Edi Chance auf 2:0 gehabt. Und ja, danach ist uns dann das Spiel komplett entglitten.
Wir hätten da sehr gute Ballgewinne gehabt, vor allem so im Sechserraum, und haben dann nach vorne das Spiel, aber im Spiel nach vorne viel zu viele Fehlpässe gehabt. Und da wäre deutlich mehr drinnen gewesen. Da muss man viel, viel intensiver dann aufs 2:0 spielen. Da haben wir dann schon einiges zu besprechen gehabt in der Pause. Haben da ein paar Dinge korrigiert. Die zweite Halbzeit war dann schon besser. Und ja, leider haben wir dieses Tor gekriegt. Das hat St. Pöltener sehr, sehr schön rauskombiniert. Dann zum Schluss habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wir noch zusetzen haben können, haben dort immer wieder über Fit, Zakaria, Monschein immer wieder so Halbchancen kreiert, die wir dann aber nicht mit der letzten Konsequenz fertig gespielt haben. Und so bleibt halt dann ein Punkt. Natürlich wollte man dorthin fahren, dass wir auch gewinnen. Ich glaube, wir sind richtig gut in die Partie reinkommen mit dem Freistoß da von Mani. War ja ein perfekter Start. Dann sind wir, glaube ich, schon erste Halbzeit einfach zu passiv gewesen. Haben eigentlich St. Pölten eher das Spiel übergeben, was eigentlich jetzt nicht so unser Plan war. Zweite Halbzeit finde ich, dass wir dann wieder besser ins Spiel gekommen sind. Auch gute Möglichkeiten. Der letzte Pass hat einfach gefehlt, dass wir einfach da heute mit ein Dreier nach Hause fahren können. Vor allem so wie der Spielverlauf war, wie man dann auch vielleicht Träume gesehen hätte, die sich ergeben hätten, wenn man das einfach mit mehr Qualität fertig gespielt hätte. Ja, und dann vielleicht die eine oder andere Elfmetersituation, das Foul am Monschein, wo er gestoßen worden ist, eine super Freistoßsituation an Fitz, die nicht gegeben wurde. Aber ja, insgesamt muss man so sagen, dass St. Pölten sicher nicht schlechter war wie wir. Und ja, so müssen wir jetzt mit dem Punkt leben. Und jetzt sagen wir, jetzt haben wir zwei Runden gespielt, das sind vier Punkte okay, obwohl wir natürlich gern sechs gehabt hätten. Ja, zwischendurch war bei Christian Ilzer lediglich hätte Fahrradkette rauszuhören, sehr viel im Konjunktiv angesprochen. Bedeutet das, die Austria will, kann aber nicht? Ja, glaube ich schon. Von der Punktezahl oder von den zweimal ungeschlagen, hui. Wie sie auftreten, spielerisch, hui, in meinen Augen. Man merkt auch bei so einem Ebner, ist ein Arbeiter, der kommt von der Admira und der sagt, ja, der glaubt, wir spielen gut. Das ist ja das Tragische. Die Spieler glauben, sie kontrollieren ein Spiel gegen SGN oder sie wollen natürlich gegen Admira besser spielen, aber sie spielen nicht echt besser. Und das muss man doch zu denken geben, ein Austria Wien, ja, und nicht besser. Deswegen müssen die schleunigst bei die guten Jüngeren ein paar echte gute Fußballer wieder dazu holen, dass wieder ein Fußball in das Stadion gespielt wird und nicht irgendwo so Rennerei. Lieber Edi, wo siehst du derzeit die Austria? Wir haben es natürlich in den ersten 22 Runden schon immer wieder gesehen. Berg- und Talfahrt, man hat nie wirklich eine Formkurve ablesen können. Jetzt vier Punkte, aber nur zwei Treffer erzielt, einen erhalten. Wo siehst du sie? Nein, ich glaube, sie werden nicht absteigen. Ich glaube, da braucht man kein Prophet sein. Aber sie müssen auch einmal den Mut haben zu sagen, genau wie es der Frank gesagt hat, sie müssen einen Schritt machen. Die müssen sagen, so, wir haben einige ältere Spieler, ich will jetzt keine Namen nennen, die brauche ich nicht mehr. Die verabschiede ich feierlich, kriege all das violette, goldene Ehrenzeichen. Ich muss die Jungen nehmen. Ich sage, es gibt auch alte Gurte. Ich sage nur der Lindl oder solche. So einer kann eine junge Mannschaft führen. Und das fehlt der Austria. Die Austria hat gute Junge, aber sie haben keine, diese ein, zwei Alten, was man sagen, Fußball ist ein Spiel, wo man immer mischen muss, alt und jung. Die ein, zwei Alten haben sie nicht. Dann haben sie natürlich noch das Problem, aber das haben viele Vereine, sie haben keinen Top-Torhüter. Sie haben einen braven Torhüter, aber nicht an der Match gewinnen kann. Und es sind halt so viele kleine Schritte. Also im Moment bemüht sich die Austria, holt eh das raus. Mehr, sage ich ehrlich, kennen sie im Moment nicht. Aber sie müssen, wenn sie weiterkommen wollen in Zukunft, schon etwas in dieser Mannschaft ändern. Aber weißt du, was das Problem ist bei denen? Die Hierarchie wird bestimmt in der Mannschaft von Spielern, die reden, aber nicht mit den Füßen. So, die sind nicht mehr in der Lage, Mannschaft zu führen. Wen sprichst du an? Naja, ich sage einmal, für mich, Grünwald als Kapitän, Klein, Madl, Odewonji, wie heißt der? Edewonji. Ja. Edewonji, der zwar nicht spielt, aber das sind Spieler. Hey, hallo, um was geht's da? Verstehst du, was ich meine? Die müssen, die Jüngeren bestimmen das Spiel. Der Fitz bestimmt das Spiel, Zakaria bestimmt das Spiel, der Bichler, wenn einer kommt, und. Das sind die Jungs, die sind ganz unten auf dem Leiter. Aber deswegen hätte ich mir von den Spielern viel mehr erwartet, Qualität. Vielleicht führen sie in der Kabine. Nur, weißt du, was es ist? Wenn du immer sagst zu jemandem, das musst du so machen, dann sagt er nach einer Woche, ja, aber Alter,
Mach das selber einmal. Ja. Weil du spielst einen Scheiß schon seit einem Monat. Verstehst du, was ich meine? Es ist so. Du kannst nur was sagen und dann musst du Taten sprechen lassen mit den Beinen. Das stimmt bei der Wiener Austria nicht. Die haben keine Führungsqualität mit Qualität. Also Frankie spricht von einer fehlenden Hierarchie bei der Wiener Austria. St. Pölten holt sich einen verdienten Punkt beim 1:1 zu Hause gegen die Violetten. Nach einer kurzen Werbepause kommen wir zur dritten Begegnung. Die Mattersburger haben die letzten beiden Duelle in der Südstadt gewonnen. Ob der dritte Streich folgt, sehen wir gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind bei uns auf OE24TV und Anpfiff Ihrer Bundesliga-Show. Wir runden die Qualifikation zur Runde ab mit dem Duell zwischen der Admira und Mattersburg. Aller guten Dinge sind drei. Das ist eine Redewendung bei uns in Österreich. Und die Mattersburger könnten tatsächlich den dritten Auswärtssieg in Serie in der Südstadt einfahren. Woher kommt die Liebe zur Südstadt aus dem Burgenland kommend? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es umgekehrt ist. Ich glaube, dass die Admira der letzten Zeiten geglaubt hat, dass sie besser sind wie Mattersburg. Die Mattersburg kommt aus einem tiefen Tal. Das heißt für mich, mit dem Trainer, der aus der eigenen Akademie gekommen ist, hat man lang gebraucht. Aber mittlerweile wird es immer stabiler und sie spielen von aus der Abwehr. Und so machen sie ihre Punkte. Auch letzte Woche gegen Altach waren es nicht besser. Aber Gott sei Dank noch ein Punkt für Mattersburg ergattert. Und so macht man ihre Punkte auswärts. Da tut man sie leichter, stellt sie hinten hinein, schnelles Umschalten. Sie haben gute, schnelle Spieler. Kannst erfolgreich sein. Und die Admira, lieber Edi, hat vergangenen Mittwoch Dienstag haben sie gespielt, gegen die Austria 1:0 verloren und eine Reihe an Chancen liegen gelassen. Sinan Bakic, der beste Stürmer von ihnen, 11-mal getroffen, glaube 400-prozentige vergeben, heute mit der 5. gelben nicht mit dabei. Wie schwierig wird es denn für die Admira? Na, ich glaube, es wird auch aus vielen Gründen schwierig für die Admira, nicht nur wegen der Mannschaftsaufstellung. Admira hat das totale Kuddelmuddel in der Mannschaft. Margaret ist gekommen und bringt alles durcheinander. Und das ist immer so im Leben, wenn einer kommt aus Deutschland, gerade für Deutsche sind wir ein bisschen anfällig, der alles besser weiß, der den Manager raus hat, den Co-Trainer raus hat, der wütet dort. Und diese Art hat im Fußball noch nie funktioniert. Ich will jetzt nicht ein böses Omen sagen, aber sie haben im Moment nicht das Problem, machen wir einen Punkt oder machen wir nicht, sondern die Spieler fürchten sie, fliege ich raus, fliegt der Masseur nächste Woche raus, kriege ich überhaupt noch einen Parkplatz, darf ich in den VIP-Club gehen. Das ist ganz anders. Die sind das nicht gewohnt. Das war immer so ein kleiner, grauer Verein mit ein paar Zuschauern und die haben ja ein Spiel gespielt, haben ja eine Gaudi gehabt. Die Gaudi ist vorbei, der Magath ist da und Kuddelmuddel, ja, würde ich sagen. Und einer noch drauf. Ich war bei der Pressekonferenz mit unserer Zeitung. Ich kenne den Felix Magath, ein paar Mal mit ihm im Fernsehen gearbeitet. Und ich mag ihn. Und er hat riesige Erfolge gefeiert als Trainer und als Spieler. Da sage ich normal auch nichts. Aber ich weiß, was der Eddie meint. Weil erst war die Philosophie UEFA Cup. Wir wollen den UEFA Cup. Das geht leichter wie in Deutschland, hier in Österreich. Und jetzt, letzte Woche beim Interview, hat man schon gehört, jetzt kommen die Jüngeren wieder. Die eigene Akademie müssen wir wieder forcieren. So, dann denkt sie, ja, hier müssen wir UEFA Cup mitspielen, die man holt. Und jetzt geht's nicht. Und jetzt schaut man komplett anders auf die eigene Akademie wieder. Und das gibt mir auch ein bisschen einen komischen Beigeschmack. Ja. Also das ist keine Linie. Bei der Admira gibt es derzeit interne Unruhen. Auf der anderen Seite bei den Mattersburgern, die mit einem guten Punkt in diese Meisterschaft wieder gestartet sind und auf ihre starke Auswärtsbilanz in der Südstadt zurückgreifen können. Also der dritte Streich ist gelungen. Die Mattersburger fahren auch den ersten Sieg in dieser Phase der Meisterschaft ein. Und wir blicken auch auf den ersten Treffer, der sich auf kuriose Art und Weise ereignet hat. Lieber Frankie, nach dieser Ecke nicht unbedingt der beste Schuss und vor allem eine sehr fragwürdige Reaktion von Andreas Leitner im Tor. Das ist das, was dann gebraucht wird. Eine stabile Abwehr, ein Tormann in Form. Und das habe ich auch gemeint. Du wirst nicht absteigen mit einer super Abwehr. Ja, und die fehlt jetzt bei der Admira. Obwohl man ehrlich sagen muss, letzte Woche gegen die Austria hat man besser gespielt. Von hinten weg und vorne nichts getroffen. Und jetzt macht man hinten auch die Fehler. Und man sagt ja im Fußball, weißt du nicht, ob ich das im Fernsehen sagen darf, aber wenn man ihn quasi in dieser
Gasse drinnen ist. Dann Louis de la Cac. Genau, das kann, das kann ich mir auf jeden Fall merken. Ist schon eingespeichert in meinem Repertoire, immer abrufbar. Weil dieses Tor, das ja, ergibt sich halt leider zufällig. Und zugunsten der Mattersburger zum 0:2, Edi. Da kann man eigentlich nur Mitleid haben mit der Admira. Da wollen sie verteidigen und dann sein Eigentor. Ja, erstmal das, aber ich habe kein Mitleid mit der Admira, weil sie haben sich ja das alles selbst eingebrockt. Die Mattersburger haben wir immer kritisiert, der Frenkie und ich. Das sind nicht unsere Mattersburger. Die sind nicht die Fighter, die Beißer, die Kämpfer, die Wüden aus dem Burgenland, aber positiv gemeint. Und jetzt kommen sie langsam wieder dorthin. Und siehe da, ein Wunder. Sie hauen rein, sie setzen sich ein, sie kämpfen und der Erfolg kommt zurück. Ja, und man sieht auch bei den Mattersburgern, dass sie halt immer wieder auf altbewährte Spieler setzen. Den Alois Höller, der hier die Vorlage leistet, ich glaube, den kenne ich schon, seitdem ich Fußball schaue. Der Alois Höller, hat den Hans Krankl noch deckt. So ungefähr denke ich nicht. Also so weit muss man zurückdenken. Ist ein bisschen übertrieben, aber... aber der Eddie und ich sitzen nicht, dass wir uns gegenseitig sagen, der hat recht. Aber er sagt es gerade. Das ist wieder eine Mannschaft, die die Ärmel aufkrempelt und geht mal Vollgas. Und der Alois Höller ist so eine. Wenn die natürlich den Lauf haben und tüchtig sein, kommt das nötige Glück auch dazu. Und Admira, Alarm. Südstadt, Alarm. Flyer-Alarm. Flyer-Alarm. Ja. Wie man es nennt, aber Alarm. Und bei den Mattersburgern, da wird wahrscheinlich jetzt der ein oder andere Kirtag gestartet werden. Die Sieger des Spieltages als einzige Mannschaft mit 3 Punkten erfolgreich gewesen. Nach einer kurzen Werbepause zeigen wir Ihnen nochmal die gesammelten Ergebnisse. Auf der anderen Seite blicken wir selbstverständlich auch auf die Tabelle. Und die Tops und Flops der Woche gibt es dann auch noch dazu. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Der 24. Spieltag ist passé. Wir blicken mit Ihnen abschließend noch auf die gesammelten Ergebnisse des 24. Spieltages und sehen, der WRC und der LASK trennen sich brüderlich mit 3:3. Salzburg profitiert davon, 6:0 Kantersieg gegen Hartberg. Rapid erholt sich nach der Niederlage gegen Salzburg und gewinnt zu Hause klar und deutlich mit 4:0 gegen Sturm Graz. Dann 2 Unentschieden in der Qualifikationsgruppe, Altach und die WSG aus Tirol, teilen sich die Punkte, genauso St. Pölten und die Austria. Und der 3. Auswärtssieg für die Mattersburger in Serie in der Südstadt 0:2. Welche Auswirkungen hat das auf die Tabelle? Wir blicken zunächst auf die oberen 6, sehen, dass Rapid am LASK vorbeizieht. Der WRC nach wie vor der engste Verfolger ist und Salzburg einen Punktevorsprung von 7 Zählern aufweist. Unten ist alles etwas dichter beisammen, aber auch hier gibt es natürlich Mannschaften, die von den Ergebnissen profitieren. Hier sehen wir natürlich die Mattersburger ganz klar im Vorteil, die einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Aber auch die WSG Tirol profitiert zumindest vom Punktgewinn im Westderby und zieht an der Admira vorbei. Das also die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten aus der österreichischen Bundesliga. Weiter geht's mit den Tops und Flops. Und wir sind natürlich froh, Ihnen immer die Tops und Flops jeden Sonntag präsentieren zu dürfen. Lieber Frankie, es hat sich natürlich einiges getan, jetzt auch in der vergangenen Woche. Starten mit dem Überblick, den Top 5 und werfen natürlich auch ein Auge auf die zweite Liga, wo Ried und Klagenfurt momentan das Geschehen dominieren, aber die SV Ried wohl von der Tabellenspitze nicht mehr zu verdrängen ist. Ja, Ried war sehr laut in der Corona-Phase. Sie wollen unbedingt rauf und es ist ein Wahnsinn, wenn wir nicht fertig spielen können. Jetzt haben sie eher eine Runde gespielt, gewonnen. Und jetzt können sie sportlich alles klar machen und sie werden auch alles klar machen. Ich sage jetzt schon, ich freue mich, dass Ried in der Bundesliga wieder zurückkehrt. Ja, und Gerald Baumgartner ist der Erfolgstrainer, den wir hier auch sehen. Wir wissen aber auch, das Damen-Champions-League-Finale könnte jetzt in Wien stattfinden, in der Generali-Arena. Ist das wichtig für einen Standort wie Wien? Inwiefern ist auch Damen-Champions-League mittlerweile wichtig im europäischen Geschehen? Oh ja, das wird jetzt immer wichtiger und die Damen spielen teilweise einen sehr guten Fußball. Und es ist schade, dass unsere Vereine, Damenvereine, nicht so weit kommen in der Champions League. Aber da sind natürlich die deutschen Vereine meistens dabei. Und ja, ich freue mich, ich schaue mir das immer an. Es ist nicht so, dass ich jetzt meinen Urlaub dafür aufgebe, aber ich schaue es schon an, wenn es im Fernsehen ist. Alles klar. Wir kommen auch zu etwas Kuriosem, das uns mehr oder weniger zugeflattert ist, denn der Mattersburger
Spieler Chano, das siehst du eher auf der Wall, der ist sogar in einer spanischen Zeitung als ein Kartentrickser quasi tituliert worden. Hier können wir uns auch ansehen, was er in seiner Freizeit anstellt. Wie wichtig ist es denn als Fußballer, dass man so quasi auch ein bisschen ein zweites Standbein in Sachen Hobbys hat, dass man nicht nur im Kicken verendet? Ja, cool, jetzt hat auch ein Hobby gehabt, aber das war anders, hat die Karten, andere, hat immer gute Karten gebraucht. Ja, zynischer Spaß beiseite. Der Chano ist ein fescher Kerl, Chano ist ein sehr guter Fußballer und er hat es in sich, dass er mehr will als Fußballer. Manche, die gehen nur Training, Toilette auch schon, schlafen, essen und wieder zum Training. Nein, der denkt schon an später und der Chano wird seinen Weg machen, du wirst sehen. Der kenne ich von der SKN-Zeit und da hat er schon seine Tricks gehabt und die Tricks soll er aber jetzt noch bei Mattersburg am Platz anbringen, weil die brauchen natürlich noch etliche Punkte, um in der Liga zu bleiben. Ja, und bleibt zu hoffen, dass er keine gelben oder roten Karten in Zukunft sammeln wird. Und wir kommen weiter zu Timo Werner, einer der heißesten deutschen Aktien. FC Chelsea ist interessiert, Liverpool und Bayern aber auch. Was glaubst du, passiert mit seiner Zukunft? Ja, wenn du den siehst, den Timo Werner, dann glaubst du, es ist irgendwo vom Nachbarn in der Buhr, der die Schule geschwänzt hat, der kann auf einmal nach Chelsea. Und er will nach Chelsea, weil Bayern will ihm auch, aber er kann bei Chelsea noch mehr Geld verdienen. Frank Lampard, der Trainer von Chelsea, der Manager, war schon bei ihm, haben schon super Gespräche gehabt und der wird jetzt richtig reich. Der wird richtig reich, ist in Vergunt, er ist schnell, er ist torgefährlich und bald sehr reich. Ja, und er ist der zweitbeste Torschütze in der deutschen Bundesliga hinter Robert Lewandowski. Und ein weiterer Kandidat aus Österreich könnte bald zu einem Top-Club transferiert werden. Da geht es um niemanden geringeren als Jesse Marsch vom Red Bull Salzburg. Borussia Dortmund hat Interesse. Favres Vertrag läuft bis Ende 2021. Aber ich glaube, die Philosophie Favre Dortmund funktioniert nicht wirklich. Ist das dann möglicherweise die echte Liebe? Ja, das kann was werden. Wir haben vorher geredet, Martin, wir zwei. Er ist ja ein bisschen das Amerikanische mit seinem Dialekt. Sehr sympathisch und sehr gut. Sehr, sehr gut. Er ist gekommen mit vielen Hürden, weil Salzburg, Red Bull, die Fans haben gesagt, was soll man wieder einer von Leipzig, ein Co-Trainer und. Er ist kein Co-Trainer, er ist ein Top-Mann. Das hat man gesehen in dem Video, wie er die Leute motiviert, auch gegen Liverpool in der Halbzeit. Das wollen die Dortmund-Bosse. Favre, sehr guter Trainer, Lucien Favre, aber er hat nicht diese Punch. Ja. Und er schon, kann gut mit Jüngeren, hat einen Haaland da hinbracht, hat jetzt andere Spieler von Red Bull auf höchstes Niveau gebracht. Und das braucht Dortmund, weil die haben auch viele Jüngere. Deswegen wird die Ehe super passen. Also Top-Kandidat für Borussia Dortmund. Möglicherweise kommt dann im Gegenzug auch Lucien Favre zu Salzburg. Alles Weitere werden wir dann sehen. Das waren die positiven Geschichten dieser Woche, aber es gibt auch unsere Flop 5. Zu Beginn wechseln wir kurz die Sportart, denn diese Meldung hat für Aufsehen gesorgt. Ich persönlich kenne nicht aus den 80ern und 90ern. Ein argentinischer Tennisspieler namens Guillermo Pérez Roldán wurde von seinem Vater, den wir hier auf der Abbildung auch sehen, jahrelang während seiner professionellen Karriere misshandelt, ausgepeitscht und spricht jetzt erstmals darüber. Ist das, glaubst du, im Sport öfters der Fall, dass solche Fälle eintreten oder ist das hoffentlich nur ein Einzelfall? Na, das ist sicher nicht oft, dass man gepeitscht wird und geschlagen wird, aber sehr oft, Betonung, sehr oft ist der Druck von den Eltern auf die Sportler, auf die Kinder so gewaltig, dass die Kinder fast mit dem Rucksackdruck nicht mehr umgehen können. Und das ist einfach irgendwas, was auch die Eltern lernen müssen. Ja? Ein gesunder Druck, eine gesunde Motivation, die braucht jeder. Die braucht man im Leben. Aber das, ich habe einen super Vater gehabt, der hat mich unterstützt. Aber wenn solche Trotteln die Kinder schlagen, aber nicht besser, da habe ich kein anderes Wort. Das sind Idioten, das sind Psychopathen, weil ich würde mein eigenes überhaupt keinen Sportler schlagen, aber ich würde mein eigenes Kind nicht schlagen, dass er, weil er nicht 6-1 gewinnt, sondern weiß ich nicht, 6-4 verliert. Also der muss ja ein Gleiche haben, sage ich mal. Ein Psychopath muss auch Derek Chauvin gewesen sein, jener Polizist, der George Floyd unter die Erde gebracht hat. Dieser Fall hat für Aufsehen gesorgt und wir haben auch eine Szene von Salzburg vorbereitet bei diesem Treffer in der vergangenen Woche. Da knien sich auch zwei symbolisch hin. Das ist um die ganze Welt gegangen, Black Lives Matter. Siehst du es jetzt, auch wenn es viele Proteste gibt, als Chance, dass sich auch im Fußball das Ganze etablieren könnte? Wir wissen, afrikanische Spieler werden immer wieder mit Affenlauten von der Tribüne verschmäht. Wird das jetzt ein Ende haben? Ja, ich glaube, dass jetzt der letzte Schritt so weit kommen wird, dass wir jetzt endlich
das verstehen, ja, dass man das nicht macht. Also egal, ob ich schwarz, weiß, grün, gelb, das ist egal, wir leben miteinander. Und wir, das gibt nur Trotteln und normale Leute, aber nicht von der Farbe her. Es gibt Ältere und Jüngere, aber das hat alles keinen Sinn, wenn man jetzt, weil was Flop, sage ich, eigentlich heißt es Flop, weil wir immer wieder darüber reden müssen. Top ist, dass die Jungs sich stellen, auch wir jetzt, dass wir sagen, wir wollen mit das nichts zu tun haben. Ich habe türkische Freunde, ich habe Balkanfreunde, ich habe Jungs mit dunkelhäutigen Freunden in Holland. Das sind herrliche Jungs oder Malen und wir leben miteinander. Ich bin selber ein Karsfresser, der gerne in Österreich aufgenommen worden bin. Und ich bin der Schluchtenscheißer. Also von dem her, jeder hat irgendwo seine Prädikate verdient. Wir schauen weiter zum nächsten deutschen Verein, der momentan wirklich am Sand ist, bewusst Sand, weil Ebbe Sand war damals ein klassischer Stürmer bei Schalke, die jetzt aber schon seit 11 oder 12 Spielen ohne Sieg sind. Was ist los und was passiert mit David Wagner? Man hat ja auch gehört, Raoul steht möglicherweise als neuer Trainer bereit. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Wagner ist. Der hat am Anfang eine super Serie hingelegt. Dann hat er sich vielleicht ein bisschen zu weit ausgelegt. Er ist ein bisschen den Jürgen Klopp. Er ist auch gut befreundet mit Jürgen Klopp. Und dann kommt der Fußballmann von ganz oben. Dann gibt's einmal da wird's einmal durcheinander geruppelt. Und jetzt auf einmal hat er, glaube ich, 10, 12, hast du gesagt, genau, nicht gewonnen. Wenig Tore geschossen. Jetzt rumort's. Jetzt hat er ein Glück. Martin, das ist ja das Depperte, was ich jetzt sage. Ein Glück, dass keine Zuseher im Stadion sind. Sonst wäre er schon längst weggepfiffen. Aber okay, er kriegt ja weiter die Chance. Ich hoffe, dass er die Kurven kratzt, aber es schaut nicht so gut aus. Die Kurve kratzen muss auch die Defensive des SK Rapid Wien. Das Lazarett, das wird immer größer. Wir sehen hier die Knieverletzung von Dibon am vergangenen Mittwoch. Wir wissen auch, Sonnleitner und Murg werden wohl in dieser Meisterschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie schwerwiegend sind diese drei Ausfälle? Ich habe das als Flop genommen, Martin, weil ich finde, das ist ein Flop, die Verletzungsmisere, die Verletzungen, Anfälligkeit, die manche Spieler haben. Das ist schade. Ja? Mhm. Und das ist kein Kritik an die Jungs. Aber ich finde Flop im Fußball, dass wir so viele verletzte Jungs haben, die gern trainieren würden. Es wird natürlich körperlich immer mehr verlangt von den Jungs, jetzt in dieser Phase. Nur das gleich in das erste Spiel, ohne echte Vorbereitungen spielen. Drei solche Verletzungen, das tut mir leid. Und ich hoffe, dass sie wieder bald gesund sind und dass sie dann noch einmal angreifen. Überhaupt Dibon, wo man das Gefühl hat, vielleicht könnte er sagen, jetzt nicht mehr, Kreisman Dres, das war's. Na, ich weiß, aber noch einmal, nimm den Handschuh auf und probier es noch einmal. Ja, wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er seine Verletzten-Serie nicht weiter ausbauen muss. Wir kommen zu unserer Top-Meldung dieser Woche. Am Donnerstag ist die portugiesische Liga wieder gestartet. Wir haben echt etwas schlechtere Aufnahmen hier, die aber zeigen, was passiert ist. Der Mannschaftsbus wird von den eigenen Fans möglicherweise mit Steinen attackiert. Julian Weigl, einer von den bekannteren Spielern, die wir kennen, Ex-Dortmund-Star, hat sich dabei auch leicht verletzt, war noch bis vor kurzem im Krankenhaus. Was sagt das momentan auch über den Zustand in Portugal aus? Benfica gilt als Traditionsverein und ist sicher auch ein Verein, der die Fans zufriedenstellt. Ja, aber sie haben die Steine geworfen, die Fans, weil die Benfica den Chance auf Platz 1 nicht wahrgenommen hat. Alter, sind die alle krank, die Portugiesen, sage ich mal. Das ist doch nicht normal. Ich meine, nicht alle, aber die Steine geworfen haben, sind die krank? Weil was hat das vorher? Das geht durch die Welt. Ja. Das geht um die Welt. Und Julian Weigl, das wissen wir, in Dortmund eh schon in dem Bus gewesen. Denn damals mit dem Anschlag, genau, ja. So, der ist eh schon ganz traumatisiert. Ich glaube nicht, dass der muss keinen Urlaub buchen mit dem Bus, weil der wird ja nicht einsteigen. Aber das ist ja schrecklich. Und ich hoffe nur, dass das sich erlegt, weil in die Phase mit Corona und was wir jetzt, Rassismus, was wir jetzt alles erleben, braucht kein Mensch Leute, die Steine werfen auf einen eigenen Bus. Ja, Frankie, danke für deine Analyse. Die Tops und Flops von dieser Woche, wie gesagt, jeden Sonntag im Rahmen unserer Sendung zwischen 22 und 0 Uhr. Wir kommen jetzt noch abschließend zum Tor der Runde. Am vergangenen Spieltag haben wir nicht lange überlegen müssen, welches Tor das beste des 23. Spieltages war. Am 24. hat das schon etwas anders ausgesehen. Wir haben allerdings einen jungen Austrianer herausgepickt, Manfred Zakaria oder Zakaria. Da gibt es unterschiedliche Aussprachmöglichkeiten. Ein wunderbarer Freistoß in der 4. Minute, es reicht aber nur zu einem Punkt. Nochmal an euch beide die Frage, ist er einer für die Zukunft bei der Wiener Austria? Ja, für mich schon. Wenn man das Vertrauen hat von der Mannschaft, dass man die Standards so schießen darf, dann hat man Qualität und die Austria Wien hat fast keine Qualität in der Mannschaft. Deswegen wird er ein Zukunftsspieler sein.
Ja, Ede, siehst du ihn länger am Verteilerkreis oder glaubst du, in den nächsten ein, zwei Jahren wird ihn irgendein Verein aufkaufen und er wird in der österreichischen Bundesliga nicht lange zu sehen sein? Nein, ich glaube schon, dass er noch ein bisschen Zeit braucht in der Bundesliga. Ich glaube, der Sprung ins Ausland wäre, obwohl er ein großes Talent ist, wäre jetzt eindeutig zu früh. Der muss einmal eine ganze Saison in der Mannschaft als Topspieler gesetzt, man sagt immer gesetzter Spieler, muss er durchspielen, da muss einer werden, der ein bisschen auch das Heft in die Hand nimmt und dann kann man weiterdenken an das Ausland. Also im Moment würde ich ihm sagen, schau, dass du bei der Austria fix drinnen bist in der Kampfmannschaft und dann kann man vielleicht in ein, zwei Jahren über ein Engagement im Ausland nachdenken. In Österreich braucht er nicht viel wechseln. Gibt es ja eh nur eine Mannschaft, die mehr Geld hat als die Austria. Gut, die Austria hat jetzt Schulden, aber normalerweise mehr Geld hat als die Austria. Das sind die Salzburger und die, glaube ich, sind für ihn nicht so sein Ziel im Moment. Also, den Namen werden wir uns auf jeden Fall merken. Manfred Zakaria mit seinem Treffer zum Tor der Runde. Wir kommen noch zur Vorschau auf die nächste Runde. Was erwartet Sie ab Mittwoch um 22.30 Uhr auf OE24TV? Eine halbe Stunde später, da das Topspiel Sturm Graz gegen Salzburg dann erst zu Ende ist. Wir starten am Dienstag mit dem Zweierpack St. Pölten gegen Admira Niederösterreich Derby, WSG Tirol gegen SV Mattersburg, dann um 20.30 Uhr die Austria gegen Altach und am Mittwoch ebenfalls ein Doppelpack mit LASK gegen Rapid, der WRC zu Hause gegen Hartberg und dann nochmal das nächste Topspiel. Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg, möglicherweise die dritte kalte Dusche für die Grazer und die Salzburger können dem nächsten Meistertitel entgegenfliegen. Das also die Paarungen, die Sie am Mittwoch bei uns erwarten. Wir kommen jetzt zum Abschluss zum Tippspiel zwischen Frankie und Edi. Ja, und langsam aber sicher wird es ein bisschen unheimlich, Edi. Wir müssen uns schon hinterfragen, wie viele Pokale und Medaillen du schon zu Hause hast, denn wir lösen jetzt die 24. Runde auf. Wieder alles richtig getippt. Ja, ja, FAK. Hast du noch Angst vor Frankie eigentlich? Nein, weil es ist so, ich habe immer den Schwäg gemacht, wenn ich nicht gewonnen habe, ein anderer hat gewonnen. Aber ich habe gesagt, es ist immer so. Die sich nicht auskennen, gewinnen immer. Und jetzt bin ich immer so oft. Ja. Jetzt muss ich einen neuen Satz erfinden. Ich bin nervig am Ende. Dieser Mann war so erfolgreich mit den Adi und Edi damals, bei Tipp 3 und so weiter. Der kennt, der kommt aus der Szene. Der gewinnt alles gegen mich. Ich habe keine Chance. Meine Frau hat das schon gesagt, schlagen wir jetzt einmal. Sag ich, okay, heute bin ich dran. Ja, die Login-Daten, die muss er dann auch noch abgeben für sein Wettkonto, damit wir da ein bisschen mitmischen können. Weil ja, genau. Muss er schon im 6- bis 7-stelligen Bereich sein. Ne? Man darf nicht neidig sein. Ja, aber man darf auch nicht streuen. Also der Toni Boll ist das mein Vorbild. Also, Edi erfolgreich unterwegs wie eh und je. Und wir blicken natürlich auch auf die nächsten drei Tipps, die die beiden Herrschaften abgegeben haben. Sturm Graz gegen Salzburg. Fallen mehr als 2 Tore, Frankie? Ja, fallen mehr als 2 Tore, weil die Red Bull Salzburg spielt gegen eine schlechtere Mannschaft aus Hartberg. Und gegen Hartberg hat man 6-0 gewonnen. Also, kurz und knackig die Analyse. Edi, du kannst dem nur... Ja, ich kann ihm nur beipflichten, wenn der Frankie ja sagt, sage ich auch ja. Das ist ganz klar. Alles klar. Zweite Partie bringt allerdings den ersten Unterschied ins Spiel. LASK Rapid schießen beide Teams ein Tor. Frankie? Ich gehe davon aus, ja. Wobei ich nicht weiß, ob LASK gewinnt. Aber beide schießen ein Tor. Gut. Du sagst aber nein. Nein, ich schieße nicht beide ein Tor. Ich glaube, nach der jetzigen Vorstellung wird Rapid sehr gut spielen. Und für die LASK wird jede Partie schwieriger. Nicht, weil sie gewinnen nichts, sie kommen dort nicht hin. Und in Wahrheit ist es jetzt schon wieder ein Schicksalsspiel. Und in der Tabelle, sie müssen Rapid schlagen, weil sonst reißen sie ja im Europacup ab. Und das ist die Chance für die Rapidler. Zum Abschluss haben wir natürlich auch noch unsere Frage, wer das erste Tor schießt im Duell zwischen der Austria und Altach. Frankie? Altach, sage ich, schießt das erste Tor. Ich glaube, dass die sich leichter tun, auswärts zu spielen, schnell umschalten und oder es kommt ein Freistoß und der Zakaria geht hin. Ja, der war in der 4. Minute, Edi, und das veranlasst dich zu dem Tipp, oder ja, was? Ja, jetzt habe ich getippt, genau das habe ich gedacht. So, wenn ich einen, der so Freistöße schießen kann, der ist immer Gefahr. Aber nicht, dass du unrund wirst, wenn es nach 5 Minuten 0-0 steht. Nein, du wartest noch. Also ich sage, die Austria schießt das erste Tor. Alles klar, also wieder 2 unterschiedliche Antworten von Frankie und Edi. Das Ganze nochmal für Sie im Überblick. Frankie hätte die etwas sichere Variante gewählt, würde mit 52,30 € aussteigen und der Edi mit 54 geradeaus. Wir werden das Ganze dann am Mittwoch in unserer Sendung auflösen. Und wenn auch Sie
Tipico-Kunde werden wollen, dann klicken Sie sich rein unter www.tipico.at, einen Betrag zwischen 10 und 100 Euro einzahlen. Das können Sie dann automatisch verdoppeln mit dem Einzahlungsbonus und dann haben Sie automatisch das doppelte Wettvergnügen. Frankie, Edi, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Am Mittwoch geht es dann schon wieder weiter. 22.30 Uhr, halbe Stunde später als gewohnt, mit sehr, sehr spannenden Paaren. Und in diesem Sinn einen schönen Abend, gute Nacht. Bis Mittwoch. Ciao.